ihr schroffen Wrestling-Nerds und herzlich willkommen bei WWE 2K20 und dem Mein-Spieler-Karrieremodus. Ja, der Computer sagt es uns hier schon, wir haben ungenutzte Punkte, das heißt, die werden wir direkt mal verbraten und wir werden auch daran arbeiten, unsere Charaktere mal ein bisschen optisch aufzumöbeln, dass sie auch ein bisschen mehr, noch mehr, wie ihre, naja, im Fall von Hoden zumindest, wie sein imaginäres Vorbild aussehen. Und bei Waltraud gucken wir mal, was sie noch ein bisschen edgier machen. Ja, aber erstmal gehen wir jetzt in den Main-Spielerbaum und gucken mal, was wir da rumbasteln. Wir sind jetzt bei Waltraud drin. Was haben wir denn hier? Kraftaufgabeoffensive, Grifftempo. Das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Und Schadenserholung, das mal ein bisschen aufzubessern. Ja, das ist nicht schlecht. Und Griff-Reversal, das machen wir alles mal. Das sind alles schlaue Sachen, die man hier machen kann. Tempo. Ja, Offensive beim Greifen, ja, warum nicht? Macht alles irgendwo Sinn? Was ist das hier? Reversal ein bisschen aufbessern. Das hier ist wahrscheinlich sowas wie Ausdauer, genau, da machen wir auch mal was draus. Ich sehe ja unten, ich habe 35 Attributpunkte noch, also diese Felder hier, die kann ich hier mit jetzt noch 34 Mal auspowern. Was haben wir hier? Kopfzähigkeit, ja, das macht irgendwie alles Sinn, finde ich. Dann haben wir hier noch Armkraft, die macht auch Sinn. Bewegungstempo, das kann alles ein bisschen hoch. Waltraud kann ruhig ein bisschen athletischer werden. Schwung, ja, der macht auch Sinn. Und Talentpunkte, 15, das sind wahrscheinlich hier diese dunkleren. Ne? Was haben wir hier? Unbewegliches Objekt. Also das sind einfach so einzelne Aktionen, einzelne Fähigkeiten, die man freischalten kann. Verringert die Chance, dass ein Superstar bei starken Schlägen und Laufangriffen auf ein Knie fällt. Okay, ja, machen wir einfach mal. Das hier sieht aus wie so ein Skull-Crushing Big Boot, okay? Ich wollte gerade sagen, es sieht ein bisschen aus wie dieser Kick von Shawn Michaels. Aber ja, das sieht doch bestimmt auch mal cool aus, wenn Waltraud diesen Move dann macht. Schlag-Reversal, ja, Reversals machen immer Sinn, finde ich. Sprung-Reversal. Ja, wir powern das alles mal ein bisschen auf und arbeiten uns einfach mal diesen Baum hier so ein bisschen lang. Was ist das hier? Techniker. Senkt die Ausdauerkosten von Reversals um 50%. Oh, das ist gut. Also wenn die Reversals nicht so auslaugen, das macht auf jeden Fall Sinn. Körper kann auch ein bisschen zäher werden. Ja, ich mache das jetzt einfach mal ein bisschen durch und schneide euch das dann raus. Ihr seht ja, wie das Ganze funktioniert. Man schaltet sich im Endeffekt hier so einen ganzen Bereich frei, wo man mehr und mehr irgendwie freischalten kann. Und das Ganze geht ewig. Ne? Also ich werde jetzt einfach mal die ganzen Punkte, die ich habe, verbraten. Und ich glaube, wir waren vorher bei 61 Gesamtwertungen, sind jetzt schon bei 63. Wir werden ja gleich sehen, wie das aussieht, wenn ich alle Punkte, die ich bis jetzt so habe, aufgebraucht habe. Sprungbrettmeister. Sprungbrett. Springer. Ja. Meine Güte, ich mache das alles mal und dann melde ich mich gleich wieder bei euch. So, ich bin jetzt mittlerweile schon dabei, die Superstars ein bisschen zu bearbeiten. Hulk Hogan hat schon hier ein schickes Outfit bekommen. Ne? Also ich habe einfach seine Farben beim Outfit ein bisschen verändert und ihm ein bisschen andere Stiefel gekauft. Ja, was ich gerade noch nicht so ganz finde, ist irgendwie die Facial Hairs. Also ich würde ihm ganz gerne diesen Hulk Hogan Bart spendieren. Aber das finde ich irgendwie gerade nicht. Das müsste doch irgendwo hier bei Gesichtsbearbeitung oder bei Kleidung oder sowas sein. Aber da finde ich das halt nicht. Gesicht anpassen, da kann ich hier nur die Zähne, da wollte ich ihm... Genau, warum hat er das denn nicht gespeichert? Da wollte ich ihm eigentlich so eine schöne Zahnlücke noch garnieren. Das hat zwar ein echter Hulk Hogan nicht gehabt, aber... ich kann ja auch einzelne Zähne entfernen, okay? Ja, aber das machen wir einfach mal. Das sieht doch ganz lustig aus, finde ich. Aber jetzt hier irgendwie... Gesichtsvorlage, die haben wir uns ja schon ausgesucht nach dem Hübschigkeitsgrad. Gesicht verformen wollen wir, glaube ich, auch nicht, oder? Gesichtsbereich? Nee. Gesichtsstruktur? Na, da kann ich aber auch nichts an der Frisur oder sowas machen oder an dem Bart. Irgendwie finde ich das hier gerade nicht. Naja, ich werde mich dann nochmal mit auseinandersetzen. Er hat jetzt auf jeden Fall schon mal sein Outfit. An dem Bart ändern wir auf jeden Fall, sobald es irgendwie geht, noch was. Muss ich mich noch mal ein bisschen mit auseinandersetzen, bevor wir das jetzt hier zu lange irgendwie probieren. So, und ich habe ihn ein bisschen goldbrauner gemacht. Er ist schon sehr rot auch irgendwie, aber das war Hulk Hogan halt auch, ne? Und Hulk Hogan halt dann auch. So, dann gucken wir mal, was wir bei Waltraud noch machen am Aussehen. Ich würde sagen, ihr Einmarsch-Outfit, das kann ruhig in dem bleiben, was sie aktuell hat. Ich finde so diese Buchse und diese Lederjacke, die sie anhat, das ist eigentlich echt schick. Das könnte so bleiben. Finden wir das bei ihr mit der Frisur oder so? Irgendwie nicht, ne? Wie sie ohne Haare dann direkt aussieht. Hier ist das auch nicht, ne? Frisur finde ich hier irgendwie nicht.
Ja, aber sollen wir sie im Ring nicht quasi auch der Jacke entledigen und quasi so einen Sporttop oder ja von mir aus so eine Art Bra irgendwie anlassen? Pass auf, wir kopieren mal. Kleidung kopieren für den Einzug. Genau. So zieht sie ein und dann die Ringbekleidung, die ändern wir jetzt mal ein bisschen. Aussehen, Kleidung. Ach, guck mal hier. Haare und Gesichtspartien. Ah, ja, alles klar. Ja, die Frisur würde ich ihr ganz gerne ein bisschen umfärben. Weil ich wollte das ja eigentlich wie so eine Art Grau haben, aber es sieht mir eher aus wie so ein. Oder was haben wir denn mittlerweile noch alles hier? Das sind jetzt nicht die Startfrisuren, wir haben jetzt hier noch eine ganze andere Menge. Wow, okay. Da sieht sie wirklich wieder aus wie ein Junge, ne? Mit so einer Frisur. Na komm, aber wir gucken mal ein bisschen, ob wir ihr nicht noch eine etwas wildere Frisur verpassen. Jail von Street Fighter, sehr schön. Oh ja, auch sehr schön. Das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ne? Passt so ein bisschen zu dem Look, den sie vorher hatte. Noch ein bisschen straighter, das ist ja das, was sie nun mal hatte. Was haben wir hier? Okay. Ja, das sieht ja so ein bisschen nach Final Fantasy aus. Ja, okay. Naja, nicht gerade Schmeichler für eine Frau. Was haben wir hier? Das ist auch nicht schlecht, ne? So ein richtig krasser Mohawk. Ja, komm, nehmen wir einfach mal für 8000. Wow, das war teuer, ey. Ja, komm, egal. Wer schön sein will, muss leiden. Das kostet Geld. Haare ein bisschen färben. Oh, was denn jetzt hier? Zzt, Farbwahl. Färben. Aber mit welcher Farbe denn? Eieiei. Nehmen wir mal die hier. Zzt. Okay. Irgendwie habe ich dann noch nicht so ganz, wie das funktionieren soll. Mit X sollte ich es jetzt wahrscheinlich. Ach, okay, das ist wirklich nur so sprayweise, wie so ein Färbespray. Das ist ja bescheuert. Nee, das wollen wir rückgängig machen. Genau. Nee, ich will jetzt nicht hier irgendwie so einzelne Strähnchen färben. Ich würde genau die Farbe einfach umsetzen. Die Hauptfarbe, das ist die hier. Die lassen wir ruhig mal so ein bisschen. Okay, das sind krasse Farben, ey. Ein bisschen schwarz. Und das andere machen wir so grau. Oder machen wir beides schwarz? Ist auch nicht schlecht, ne? Ach komm, wir machen erstmal ganz klassisch. So ein bisschen mehr färben können wir so, wenn sie in die Main-Shows oder so kommt. Das machen wir einfach mal so. So. Augen lassen wir erstmal so. Make-up und so weiter. Das ist alles okay. Hat so auf jeden Fall einen fetten Mohawk jetzt. So, Aussehen, Oberkörper. Achso, das sind jetzt Narben und sowas. Also eine Narbe, die können wir hier vielleicht auch noch machen. Ne? Die ist jetzt. Nee, ich will speichern. Meine Güte, ey, dieses Editieren ist wirklich ein ziemlicher Krampf. So, es geht ja jetzt um die Ringkleidung. Das heißt, den Oberkörper, wir entledigen sie mal der Jacke. Und gut, jetzt drunter hat sie wirklich nur so ein BH. Mal gucken, ob wir da so ein etwas. Das sind aber auch Kachongas, die sie ihr da gebastelt haben, ne? Mein lieber Vater, ey. Ja, wir gucken mal, dass wir ihr einen etwas sportlicheren BH anziehen, mit dem man auch quasi im Ring so ein bisschen unterwegs sein kann. Bustier. Was haben wir denn da für schöne Dinge? Okay, hier so ein richtiges Kettenlilly-Ding, ne? Jupp, mal ein bisschen anzoomen hier, damit wir auch sehen, was los ist. Ja, das kennen wir doch auch irgendwie von wem ist das denn nochmal? Von Brooke? Amber Brooke oder wie sie hieß? Kann mich gar nicht konzentrieren, wenn ich hier auf diese Möppen gucke. Nee, das ist alles zu farbenfroh. Wir brauchen so ein bisschen mehr. Ja, sowas hier in die Richtung. Okay, das sieht echt ein bisschen aus wie aus einem Sadomaso-Laden. Das ist das, was sie, glaube ich, gerade hatte, ne? So, gut, das ist so ein bisschen Sport-BH-mäßig. Was haben wir denn sonst noch? Ist das nicht von Page?
Ich weiß es auch nicht mehr, meine Güte, ey. Da habe ich nie so drauf geachtet. Glaubt mir jetzt wahrscheinlich keiner, aber ist tatsächlich so. Was haben wir hier? Ja gut, das passt so ein bisschen zu der Lederjacke, die sie vorhin anhatte. Ne? So ein geschnürtes Ding hier. So ein bisschen... Aber dann passt die Hose irgendwie nicht, finde ich. Ne? Das sieht so ein bisschen... wie heißt es denn nochmal? So ein bisschen Steampunk-mäßig aus. Ein bisschen mit Leder und so ein bisschen... Ja komm, das nehmen wir mal. Das finde ich gar nicht schlecht. Oh, schon wieder 2.500 ausgegeben. Aber wir brauchen dann eine andere Buchse dazu. So genau, das habe ich gerade gekauft. Das nehmen wir. Farben und so finde ich auch okay. Oder sollen wir die eine Farbe vielleicht mal ein bisschen auf das Rot anpassen, was wir unten haben? Ne, wir lassen es so. Und wir passen die Hose einfach ein bisschen an. So, Unterkörper. Sie hat hier diese lustige Leggings an. Und dann passen wir einfach da eine Farbe an. Und zwar diese hier. Jetzt würde ich nochmal gerne den Oberkörper sehen, so, damit wir die Farbe ein bisschen anpassen können. So. Ja, geht schon ein bisschen in die Richtung. Boah, schwer. Ich habe auch ein bisschen Rot-Grün-Schwäche, von daher macht es auch gar nicht einfacher. Aber es geht ja einfach so um das Gesamterscheinungsbild. Ich finde, das sieht schon... Oder so? So sieht doch nicht schlecht aus, ne? Ja, ich versuche es mal noch ein bisschen umzustellen. Oder so? Meine Güte, das war schwierig. So... Ich finde das eigentlich, wenn es so ist, gar nicht schlecht. Das passt ganz gut zueinander. Ich muss das mal im Ring sehen. Erstmal finde ich es gut. Gut, haben wir so ein bisschen umgestellt. Ist jetzt nur komisch, dass sie mit einer anderen Farbe in den Ring marschiert, als sie dann später im Ring steht. Aber egal. Lustig, ne? Sie kommt auch mit einer anderen Frisur rein und so weiter. Das ist ja auch wieder Quatsch, ne? Ja, pass auf. Wir machen erstmal hier nochmal kopieren. Ah ne, jetzt habe ich die gewählt. So, genau. Die kopieren wir jetzt da drauf und ziehen ihr jetzt die Jacke an. Dann macht es irgendwie auch Sinn. Meine lieben Leute, was könnte das Thema für heute sein? Ich will nicht immer die komplett aktuellen Themen zu der Zeit, während ich das aufnehme, wählen, sondern ich würde ganz gerne irgendwie ein Thema wählen, das auch universell ist. Nur es gibt gerade ein sehr aktuelles, was ich einfach hier nochmal thematisieren will, dass man dann einfach nochmal in Erinnerung schwelgen kann, während man sich dieses Video anguckt. Und zwar ist jetzt gerade, Moment, jetzt muss ich nochmal gerade gucken, ob ich auch im richtigen Bearbeitungsmodus bin. Während ich das gerade aufnehme, ist soeben entschieden worden, dass die WrestleMania 36 im Performance Center stattfinden wird, ohne Publikum und so weiter. Beim letzten Mal haben wir ja drüber gesprochen, ob es irgendwie Sinn macht, die WrestleMania überhaupt durchzuziehen. Ich habe das jetzt abgespeichert anscheinend, ne? Gott, dann kommt sie jetzt halt genauso rein, wie sie in den Ring geht oder so. Ach komm, das stellen wir eben noch um. Und auf der einen Seite muss man sagen, okay, die WWE hat es halt durchgezogen, SmackDown und Raw weiter zu produzieren und die Stories auch weiter zu spinnen. Von daher gerade auch nur verständlich, dass sie, so genau, Einzug, dass sie jetzt auch durchziehen, die WrestleMania irgendwie noch abzuhalten. Ob es alles Sinn macht, finde ich persönlich nicht. Da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Aber das sollte auch dazu wirklich erstmal reichen. Ne? Also das ist nur das, was sich jetzt aktuell noch ergeben hat, kurz nach dem Talk, den wir bei der letzten Ausgabe hatten. Und nur ist aber auch gut in der Richtung. So, die Jacke ziehen wir hier eben noch an. Ich möchte eigentlich dann heute vor allem über ein Thema reden, was immer wieder Thema ist und wo sich die Leute liebend gerne drüber aufregen und es zum Anlass nehmen, das WWE-Network, naja, zumindest zu drohen, zu kündigen und so weiter und so fort. Und zwar die Storylines der WWE und was so alles abläuft. Ne? Also die Leute schimpfen die ganze Zeit drauf und sagen, meine Güte, Raw und SmackDown ist so furchtbar geworden, kann man ja nicht mehr gucken. Meine Einstellung dazu ist ein kleines bisschen anders. Natürlich sind viele Storylines wirklich echt cringig und scheiße und so weiter. Wo ist denn die Jacke, die sie vorhin anhatte? Ich finde die gerade nicht. War die das? Nee, das war eine andere. auch nicht schlecht, dieser Umhang hier. Wir machen sie so ein bisschen zum so einem Outlaw irgendwie. Ja, aber die Jacke, die sie hatte, müsste doch eigentlich schon freigeschaltet sein, oder nicht? Oh Mann, ey. Jetzt finde ich die Jacke nicht mehr.
Ach, liebe Leute. Ja, also meine Einstellung ist ein kleines bisschen anders. Natürlich sind die Storylines teilweise wirklich gegen jede Vernunft und so weiter. Aber was man nicht, ach guck mal, da ist er doch. Was man nicht aus dem Blick verlieren sollte, ist, dass die Shows Raw und SmackDown also im Grundgedanken für Vince McMahon dafür da sind, neues Publikum in das Thema Wrestling und an das Thema WWE zu bringen vor allem. Ne? Also das sollte man einfach mal nicht außer Betracht lassen und von daher immer ruhig durch die Hose haben. Es geht darum, neue Fans zu generieren, um das Network abzuschließen, um Pay-Per-View-Verträge abzuschließen oder Pay-Per-View-Verkäufe anzukurbeln oder eben im letzten Schritt eben das Network. Ne? Und deswegen, ich schaue schon lange die Weeklies nicht mehr regelmäßig. Ich gucke mir Highlights oder Story-Fetzen dann auf dem... Oh, was sehe ich denn da? Ich habe ja hier die ganze Zeit noch was offen, was wir schließen können. Moment. So, zack. Bevor wir jetzt mit der Story weitermachen. Ja komm, jetzt haben wir die mal ein bisschen angepasst hier, die beiden. Ich will hoffen, dass das mit der Jacke funktioniert hat. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wenn ich so nebenher laber, kann es sein, dass das auch nicht funktioniert hat. Und deswegen, also... sollte man sich über die ein oder andere Story nicht allzu sehr aufregen, denn das soll erstmal dafür da sein, Leute ein bisschen in das Thema reinzubringen. Aber mehr dazu gleich während den Fights. Wir gucken jetzt nur erstmal, wie die Story weiterläuft und ich muss mich hier bereithalten, euch den Ton ein bisschen lauter zu machen, denn jetzt gleich geht's bestimmt mit irgendwas weiter, was uns diesen lustigen Charakter, diesen Schokosocken oder was das sein soll, näher bringen soll. Hashtag für heute Schokosocken. Ja, schauen wir mal. Geschichte fortsetzen. Das machen wir doch mal eben. Oder kann ich noch irgendwas auswählen? Nein. Ja, toll. Dafür hat er jetzt so lange geladen. Ja. Und es gibt nun mal auch Sachen, also da sind natürlich Geschmäcker verschieden. Ne? Ich finde zum Beispiel auch so ein Comedy-Segment, wie jetzt letztens mit dem guten Otis und Mandy Rose, fand ich zum Beispiel auch sehr drollig und lustig irgendwie, auch wenn es mega cringig und natürlich auch für so jemanden wie Otis ein bisschen peinlich ist. Aber Gott, so ist Wrestling schon immer gewesen. Catching up on old times has been great, but we should really get going. Besides, shouldn't we save some of this for our speech later? But we just got through all the boring backstory stuff. It really starts to pick up from here. I'm down for more. Hey, guys. It's so good to see you. Oh, Delita. Congrats on the Hall of Fame. This is really happening. It's not official yet. We have to actually make it to the building. They're not going to start without you. And even if they did, some of the speeches are so long, you'd still have plenty of time. Great. We were just telling Pac all about how we got started. Didn't we cross paths on an indie show early on in your career? We did, at a minor league baseball stadium in Memphis, to be exact. That's right. I knew you had it back then. Trey, not so much. Why does everyone keep saying that? Because you didn't know the difference between a wrist lock and a wristwatch? Speaking of wristwatches, we really should get going. From my experience, this day goes by pretty fast. So you really want to relax and soak in every moment. Lead is right. When I got inducted with DX, everything just flew by. Then let's get back to soaking. Lita, if my memory is correct, you were just in Memphis for an autograph signing, but Red had other plans. Okay. Also, jetzt sind wir anscheinend in der Indie-Scene so ein bisschen schon unterwegs gewesen, zum Zeitpunkt, wo jetzt die Story wieder ansetzt. Und wir sind Lita über den Weg gelaufen. Also Lita ist ja auch so einer meiner kleinen Teenage-Crushs, wie man so schön sagen kann. Fand ich damals mega sexy irgendwie. Ich meine, damals war natürlich auch eine andere Zeit, ne? Aber so wie ihr damals aus dieser Baggy-Pants immer der Tanga hinten rausgeguckt hat und so, das fand ich schon ziemlich cool. Um nicht zu sagen, ganz schön erotisch, aber ja. So I just want to thank everyone in Memphis for coming out to the show. It's always great to be a part of these smaller events and connect with the people who have supported me for so many years. I'll be available for pictures and autographs starting in a few minutes. Don't be shy. Ja, auch heutzutage noch eine mega attraktive Frau, ne? Absolut. Hat sich sehr, sehr gut gehalten, die Gute. Hold on a second. Can we cut the music? In the spirit of not being shy, I have something I want to say. Growing up, I was a huge fan of yours. Facing you in the ring is actually on this list I have. So I know you don't wrestle that much anymore, but
I'll always regret this moment if I didn't ask. How about you skip the autograph session and go one-on-one with me right now? Wie groß sie ist, ne? In a disrespectful way? But who are you? Ich bin dein schlimmster Albtraum. I don't mean this in a disrespectful way. But none of these people would be here paying you $10 an autograph if it wasn't for me working my butt off this past year in Memphis. Look, I get it. You're young and hungry, and you probably think I'm the entitled Hall of Famer who just shows up to cash in on all your hard work. But it's not like that. I'm here to support you and the indie scene. I mean, I used to be you. And by the way, I still didn't get your name. You'll hear the ring announcers say it after I beat you. Oh yeah, that's a Spruch. So you're not backing down, huh? Like I said, you're on my list. I'm sorry, everyone. But I'm gonna have to delay this autograph signing until after I win this match. Okay, okay. Na, dann hauen wir sie mal aus den Socken. Ich habe ja meine gute Waltraud ordentlich aufgemöbelt. Die hat jetzt eine Gesamtwertung von 65 oder 66. Bautz. Ja, wie wir gehört haben, sind wir anscheinend schon ein Jahr lang dort in Memphis in der Indie-Szene unterwegs und haben uns da schon einen ordentlichen Namen gemacht. Und also ich hoffe einfach, dass die Story jetzt endlich mal einen Faden aufnimmt, den ich ein bisschen besser finde. Denn diese College-Geschichte, die da so ihren Anfang am Anfang uns so garniert wurde, hat mir gar nicht gefallen. Also da ist das jetzt so, dass wir da irgendwo in so einem Indie-Bereich unterwegs sind und anscheinend auch da schon so eine Halle auch schon dementsprechend ein bisschen voll machen können. Das gefällt mir schon deutlich besser, dass natürlich so eine Lita oder sonst wer auf so einer Veranstaltung auftritt. Das kommt hier und da mal vor, ja, aber ist doch eher selten gesehen. Und oft sind es keine, die noch aktiv in der WWE sind oder noch ja, einen WWE-Vertrag besitzen. Ne? Das sind dann oft welche, die gerade bei der WWE raus sind, die sich dann bei der Indie-Scene irgendwie so mal blicken lassen und da quasi ein bisschen Paychecks kassieren. Ja, zum Thema zurück. Also wir hatten ja über das Thema Storylines und Co. geredet und ich habe ja auch schon so ein bisschen abfällig hier und da gesagt, dass auch die Story hier so ein bisschen Querverweise hat zu dem, was man so aus dem wöchentlichen Raw und SmackDown-Programm so kennt. Wie gesagt, ich gucke es mir meistens nur in kurzen Ausschnitten auf dem YouTube-Kanal der WWE an, wo sie das so ein bisschen zusammenkomprimieren. Und sehr, sehr selten schaue ich mal die ganzen Ausgaben und wenn, dann auch nur die runtergecutterten, die im deutschen Fernsehen eben auch laufen. Ja komm, steh mal auf, Lita. Die wehrt sich ja gar nicht bisher, ne? Einmal hat sie so ein Whip-In umgedreht. Ja, und von daher, wenn ich jetzt einfach mal schaue, eine AEW macht natürlich Sachen schon so ein bisschen erwachsener, das muss man schon sagen, ne, auf jeden Fall. Aber ist jede Storyline dort wirklich besser? Ich glaube eher nicht. Also manchmal macht die WWE vielleicht auch ein bisschen zu viel einfach. Ne? Es muss ja nicht immer eine total abgefahrene Story sein, wo man denkt, die habe ich ja noch, sowas habe ich ja noch nie gehört oder gesehen. Oder wo man so denkt, was bringen die jetzt für einen abgefahrenen Scheiß? Und am Ende wird man dann enttäuscht. Sondern ist einfach der ganz normale Kampf gut gegen böse reicht ja in der Regel völlig aus. Und eben auch so alte Erfolgsrezepte können da einfach mal durchaus was Gutes haben. Und da haben sie sich in den letzten Jahren öfter mal so ein bisschen verhoben. Ne? Also letztes Beispiel, was mir jetzt so einfällt, ist Rowan mit seinem komischen Käfig. Das haben sie einfach viel zu lange gezogen, dass man sich so denkt, was hat er denn da in seinem Käfig? Und am Ende war da, ich glaube, die WWE wusste einfach selbst nicht, was sie da überhaupt angefangen hat. Boah, Krabautz. Und ja, hat dann einfach den schnellen Ausweg genommen und hat das Segment in so einem nichtssagenden Ding aufgelöst mit No Way Jose, wo der gute Rowan dann so eine, naja, wirklich schlecht mechatronisch bediente fette Spinne rausgeholt hat. Wenn man das irgendwie ein bisschen anders gemacht hätte, hätte das ja wirklich noch irgendwie creepy oder so wirken können, aber das war wirklich einfach nur richtig peinlich. Ja, irgendwie hat die gute Lita gerade ein ordentlichen Payback-Moment. Comeback oder so. Na komm, den
Oh, ich drück doch die ganze Zeit den Reversal hier im richtigen Moment. Was ist denn da los? Ja, komm. Jetzt ist aber auch mal gut, Lita. Jetzt bin ich mal wieder dran. So. Bautz. Jetzt hat sie das sofort reversalt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hey, Lita. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, jetzt mähe ich dich aber um. Hallo? Jetzt komm mal schnell wieder hoch hier. Ja. Und im Endeffekt habe ich auch von vielen AEW-Fans schon dasselbe Argument gehört, was ich jetzt eben auch so über Raw und SmackDown gesagt habe. Und man darf dabei noch eine weitere Sache nicht vergessen. Ne? AEW hat längst nicht so viel Screentime zu füllen wie die WWE. Ne, also die WWE macht das ja aus zwei Gründen. Natürlich erstens, um die Marke unheimlich präsent zu halten. Deswegen dauert Raw 3 Stunden. Ne? Und sie können viel mehr Werbegelder natürlich in der Zeit generieren. Das sind die beiden Gründe, die da hauptsächlich hinterhängen. Und nicht, um uns möglichst viel Wrestling-Content zu bieten. Ne? Damit. Deswegen wird es durch Stories, Rewinds und ah, guck mal hier, das und das ist in dem und dem Pay-Per-View passiert. Dadurch wird das so ein bisschen dann gestreckt, ne? Und das nervt uns Fans natürlich. Aber es ist ja nur verständlich. Es geht da halt viel um die Kohle. Und die AEW, die wird aktuell einfach so viel Minus machen. Oh, was hat er mir denn da gerade gezeigt? Ich hätte da L1 drücken können. Da hätte mich aber jetzt mal interessiert, was dann passiert wäre. Bautz. Bautz. Richtig schöner Elbow Drop hier. Die AEW macht es doch nicht anders. Die nutzt Dynamite auch dafür, um Fäden und so weiter aufzubauen. Nein, nichts draus nehmen hier. Das ist verboten bestimmt. Ich will mich nicht disqualifizieren lassen. Bautz. Oh nein, was wird das? Ist das nicht ihr Finisher? So. Wupp. Was jubeln die denn so? Ich hätte jetzt schon wieder L1 drücken können. Aber erstmal versuchen wir sie zu pinnen. Das wird doch sowieso nichts. Und dann versuche ich mal, was ich da machen kann an L1-Aktion. Oh, oh nein. Jetzt kriegt sie wieder so einen fetten Comeback oder was? Na komm. So. Ah. So, Moment mal. Ich wollte ja mal gucken. Was war das denn für ein Move, ey? Auch nicht schlecht. Okay, komm, wir machen das jetzt einfach mal, machen dem Ganzen jetzt einfach mal ein Ende. Und was ich aber eine coole Sache finde und wo sich die WWE auch ruhig mal ein Scheibchen abschneiden kann, ist bei AEW eben so die ganze YouTube-Sache, ne? Dieses We Are the Elite oder Being the Elite, wie es ja heißt, finde ich wirklich eine coole Sache. Da kann man eben Storylines auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise fortschreiben. Ich glaube aber, dass wenn die AEW einen längeren Fernsehauftritt bekommen würde, auch 2 oder 3 Stunden, dann würden die sich das auch sparen, sowas für YouTube zu bringen, sondern würden das auch da bringen. Ne? So, ich mach mal wieder ein bisschen lauter für euch. Good match. Red. Ah, toll. Und da hat sie sich Respekt verdient hier. Wow. Okay. Ja, das finde ich jetzt schon wieder merkwürdig. Ne? Vorhin mit der guten, ich habe den Namen vergessen, von den Iconics, wo sie sofort Streit angefangen hat. Und hier ist jetzt auf einmal so, hier ist jetzt wieder das Wrestling-Game so völlig intakt. So nach dem Motto Respekt für den anderen und so weiter. Also das ist so ein bisschen widersprüchlich für mich hier die ganze Zeit im Story-Mode. Ja, wir haben wieder einen Punkt von unserer Liste abgearbeitet, so wie es aussieht. Also so wie hier die Liste eben auch so ein bisschen abgearbeitet wird, da glaube ich nicht, dass der Story-Mode wirklich 27 Stunden dauert. Aber wenn ich mal so an WWE 2K, war das 15 oder 16 zurückdenke? Ey, da, ich bin nicht aus NXT rausgekommen. Ich habe das bestimmt 12 oder 14 Stunden versucht und hatte immer dieselben Matches in NXT, bis ich keinen Bock mehr hatte und habe es dann einfach irgendwann gelassen. Und das hat man überall gehört, dass sich diese Karriere so gezogen hat.
Und vor allem, wenn man verloren hat, ist man wieder ist man wieder runtergesetzt worden, ne? Red was able to keep her composure and talk you into the match. Usually in those situations she would lose her temper and go into hothead mode. You're one to talk about keeping your composure after what you did that night. Wie der geht. Before my match, I have something very important I need to do. I've seen Ribby out here dancing with the kids all night, but I think Ribby. I've got some pretty sweet moves myself, so how about Ribby and I find out who's better with a dance-off? Dance-off, wow. Ja, das ist ja wirklich das, was so Hardcore-Wrestling-Fans unbedingt sehen wollen. Denkt sich wahrscheinlich auch Vince McMahon. Ja, das sind halt so Sachen, ne? Da regen sich ja viele Leute drüber auf, dass so ein Quatsch dann in Raw und SmackDown und so gemacht wird. Aber es war halt auch schon immer so. Auch schon in den goldenen 80ern, wo alle sagen, ey, das war die Zeit, wo ich zum Wrestling und die Liebe zum Wrestling entdeckt habe und das noch so kindlich feiern konnte. Da gab es diesen ganzen Quatsch auch schon, ne? Alright, I'll go first. Hit me with some music. Du Scheiße. Ja, sehr schön. Okay, Ribby, top that. Na, ob Ribby das überbieten kann? Okay, wait, I was holding back. Let me get another turn. When the dance-off is on this list I have. I'm not crying. This was fixed. I demand a fair rematch. Ich wollte schon sagen, wer hält denn da hinten Schilder von Jerry the King Lawler hoch? Ja gut, klar, wir sind in Memphis, ne? No one wants to see any more of your terrible dance moves. What they want to see is me kicking your ass. I mean, what kind of stupid name is Trey anyway? I think a better name would be Crossword, because you enter the ring vertically and you leave horizontally. I mean, with a name like that, your parents must be the type of people who, when you look into their eyes, you see the back of their heads. You can say whatever you want about me, but don't talk about my parents. What's the matter? You should be proud of them. Because I heard they created more tragedies than Shakespeare. Did you come out here to dust off every one of your dated one-liners? Or do you want to have a match? Look, I'm just trying to entertain these people after your awful dancing. I mean, I've seen better moves than a blind chess match. If you want to entertain them so bad, then how about we give them a match they weren't expecting? Well, if you keep boring everyone, pretty soon we're going to have an empty arena match. I was thinking something more along the lines of no DQ. You know what? I'll take that and I'll do you one better. I know you've only been in Memphis for about a year, but I think everyone will agree that's a year too long. So how about we make this a no DQ loser leave town match? Come on, Crossword. What do you say? It's fitting your last match in Memphis is going to be in a baseball stadium because you just made the biggest error of your life. Oh, come on. That was just as good, if not better, than one of his lame jokes. Oh, shut up, Ribby. After I send Lawler packing, I'm going to eat you for dinner. Boah, der entwickelt sich ja voll zum Heel hier, unser Ikon. Let's do this, Crossword. 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 Na gut. Dann verhauen wir den alten Mann mal ein bisschen, ne? Hier schmeckt die Pythons von unserem Hulk Hogan. Ja, die Hose ist ein bisschen groß geraten, ne? Für ihn. Die hätten wir ruhig noch ein bisschen kleiner wählen können. Ich glaube, der wird uns alle machen, weil würde wenig Sinn machen, wenn Jerry the King Lawler die Stadt verlassen müsste.
Oh nein, was macht er denn da? Scheiße. Schnell raus hier. Oh. Mann, ey. Der ist aber gut, ey. Da, im Gegensatz zu Lita, die uns vorhin richtig auseinandergenommen hat. Hallo, ich habe keinen Reversal mehr, oder was? So, kicken wir ihn erstmal um und nehmen uns jetzt mal den Stab hier. So. Wack. Zack, immer drauf auf den dicken Wanst. Also, das erinnert jetzt ein bisschen an das Match zwischen Andy Kaufman und Jerry the King Lawler. Mit dem Unterschied, dass die Leute damals wirklich geglaubt haben, dass es echt wäre. Ne? Also, falls ihr das nicht mitbekommen habt, Andy Kaufman war ja damals so ein Realsatiriker und Komiker und hat sich mega über Memphis und eben auch über das Thema Wrestling lustig gemacht. Und es gab dann wirklich einen Kampf zwischen ihm und Jerry the King Lawler. Oh, jetzt müssen wir mal ein bisschen konzentrieren hier, dass ich vielleicht doch noch eine Chance gegen ihn habe. Und ja, die waren dann auch in einer Talkshow und also ne, David Letterman oder irgendwie sowas. Ja, Letterman gab es, glaube ich, damals noch nicht. Aber falls man so ein bisschen Interesse dran hat und Jim Carrey mag, guckt den Film Der Mondmann. Ne? Das ist ein Film quasi über Andy Kaufman, wo Jim Carrey ihn quasi personifiziert. Und wirklich sehr, sehr geiler Film und wirklich mal eine coole, kurzweilige Lebensgeschichte von Andy Kaufman und eben auch Jerry the King Lawler spielt mit und dieser Kampf, den die beiden hatten, spielt halt auch eine große Rolle. Das haben sie echt gut gemacht, wie ich finde. So, gib nochmal einen auf die Nase hier. Autz. Nein! Oh! Was für eine Rache. Oh! Aua! 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 Ich glaube, der macht mich einfach nur fertig. Das ist wahrscheinlich so gewollt. Hat man hier überhaupt die Chance zu gewinnen? Da kommen wir rammen immer hier schon gegen. Meine Güte, das ist aber auch ein lustiges Glitchfest. Komm, nimm dir die Stufe, Mann. Ah, zu spät. Bis ich so weit bin, nimmt er mir das Ding schon wieder ab. Ah, doch nicht. Sehr gut. Autz. Oh nein! Gott. Was für ein spannendes Match, oder? Guck mal, was er noch an Energie hat. Ich habe ihn auch schon viel öfter getroffen. Autz. So, die nehme ich mir auch direkt nochmal hier. Jetzt gibt es mal hier richtig Gehacktes. Oh, mach das mal in Wirklichkeit, ey. Da steht der nie wieder auf. Bleibt direkt im Rollstuhl, der gute Jerry. Und schön auf die Kniescheiben hier. So, jetzt haben wir wirklich mal ein bisschen mehr Energie ihm weggenommen, als er uns. So. Und zack. Leg dich nochmal ein bisschen lang hier. Ich gehe mal wieder in den Ring rein. So, auch ich mache mir jetzt mal hier ein bisschen Power-Ups. Ja, diese ganzen Moves, die man so im Ring machen kann, die können einen ja so ein bisschen aufpowern. Oh, shit. Oh, jetzt hat er schon wieder die Oberhand hier. Ey, was? Zack, bei 1 rausgekickt hier. Nach diesem Überraschungsangriff. Oh nein, oh nein, das muss ich reverseln. Jetzt kommt sein Finisher. So, zack. Ich hab's tatsächlich reversed. Nein, er meint aber auch. Scheiße. Oh, shit. Oh, guck, was für ein Match, meine Lieben. Da kommt der Finisher. Da kommt der Finisher. Oh nein, er hat ihn sofort aufgelöst. Ja, dann. Aua. Oh, ich kann jetzt ein Comeback machen, anscheinend. Aua. Ja, das ist doch so gewollt. Also die wollen doch, dass man hier verliert. Das ist doch so, das ist doch ein Muss anscheinend hier. Man muss die Stadt verlassen. Oh, jetzt wird es ja wirklich nochmal spannend hier. Komm, steh auf, Mann.
Oh nein, er hat sie gewurstelt. Scheiße. Und Krabautz. Komm, schnell drauflegen hier. Was war das denn? Ja, schön aufs Gesicht. So, helf ihm mal hoch. Dann können wir hier noch so einen schönen... Oh, ist das jetzt der Special oder was? So, komm. Ich habe doch jetzt noch einen Special-Move. Den machen wir nochmal eben. Vielleicht reicht's ja dann. Vielleicht können wir ihn tatsächlich schlagen. Bautz. Komm, pin ihn, Mann. Oh, er kickt sich immer raus. Das ist so. Wir müssen verlieren, glaube ich. Ach, guck mal, jetzt läuft es aber auch hier. Und nochmal der Finisher. Putz. Er hat den umgedreht, oder? Tatsache. Oh, er holt sich eine Waffe. Jetzt geht's aber ab hier, Leute. Ein Baseballschläger? So, den kannst du jetzt gerne haben hier, Kollege. Und Krab, Gigadabautz. So, jetzt leg dich doch einfach drauf, Mann. Ah ne, da draußen geht das nicht, ne? Komm, dann ab in den Ring. Ich power mich nochmal ein bisschen auf hier. Das wird alles nichts bringen. Wir werden hier nicht gewinnen dürfen. Na hier die Moves. Das sieht wirklich aus wie so ein richtiger Halbbogen. Sehr gut. Da haben wir schon richtig was gewonnen hier. Komm, Jerry. Komm in den Ring, wie ein Mann. Ich hau dich weg mit meinem Dropkick. Oder damit. Genau. So. Smack. 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 Und nochmal. Boots. Oh, jetzt blutet er. Dieser rote, kurze Bildschirm heißt doch, dass der Gegner blutet. Oh, ich dachte, jetzt hätten wir es. Das war wirklich sackknapp. So, komm, noch ein Finisher, dann haben wir es aber auch. So. Putz. So, komm, Finisher, Mann. Finish him. So, wie ging das denn nochmal? Genau, ich muss das hier so über ihn bringen, ne? Na komm, oh scheiße, er ist entflohen. Nein! Ach, hätte er doch mal einen Finisher gemacht, wo er irgendwie einen schönen... Nein, das ist seiner jetzt. Kacke. Oh, da komme ich wahrscheinlich nicht mehr raus. Shit. Oh. Doch noch rausgekickt. Alter, ey. Guck mal hier, das Spiel schraubt sich in ganz neue Höhen. Was für ein spannendes Match. Putz. Boah, ich nehme nochmal hier die Waffe. Was für ein brutales Match, meine Lieben. Wo blutet er denn eigentlich? Ich habe noch nichts gesehen. So, leg dich drauf, Mann. Tatsächlich gewonnen. Boah. Jetzt muss Jerry the King Lawler seine eigene Stadt verlassen. Wahnsinn. Okay. Er kann es nicht fassen. Gibt er uns jetzt noch die Hand? Okay. Ich habe dich unterschätzt, mein Lieber. Boots. Okay, auch nicht schlecht. Ich habe gerade gemerkt, dass ich euch den Sound die ganze Zeit so laut gelassen habe, ne? Habt ihr mich überhaupt gehört? Sorry, ich wollte euch den Sound nicht so laut lassen. Ich habe vergessen, den ein bisschen runterzuschrauben. Ich hoffe, ihr könnt mich halbwegs verstehen. Aber die Story geht jetzt weiter. Das gucken wir uns eben noch an. Und vorm nächsten Match machen wir dann Pause bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ich hoffe, wir haben das Kapitel jetzt zumindest abgeschlossen. Ja, meistens ist während den Matches ja nicht so viel Sprachausgabe und so. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden.
So, und dann will ich auch so langsam auf die Couch. Es ist nämlich mittlerweile schon ganz schön spät. Ich nehme das heute nach Arbeit für euch auf. Look, I'm glad you won. I mean, you beat a legend, a WWE Hall of Famer, and that's huge. But you were out there playing with our careers just because you were too worried about a stupid dance-off, which allowed Lawler to get in your head. I'm sorry I let King bait me into that match. Just, he was saying stuff about my parents and I lost my cool. You should get that. Believe me, I do. But that's what Lawler does. He's made an entire career out of it. He had no idea you're adopted. Good thing. I'm sure he would have had a field day with that. Let's just move on from this. Apology accepted, okay? What would have happened if I lost? Would you have stayed here in Memphis without me? No. We're a package deal. Wherever you go, I go. But I'm glad that didn't happen. I'm having too much fun here. I mean, I just beat Lita. I know, tonight was crazy. Do we have beat two Hall of Famers in one night on our list? If not, we should add it. Hey, good match, kid. I didn't know what to expect after you lost to a giant rib in a dance-off, but you really brought it when it mattered. Thanks. Sorry you have to leave Memphis now. I know you're a legend here, so that's got to be tough. Are you kidding? I'm not going anywhere. Do you know how many loser-leave-town matches I've lost in Memphis over the years? Well, not that many, actually. But still, that wasn't official. We never signed anything, did we? No, I guess not. Well, then there's your answer. Hey, you two have dinner plans? No, why? Well, you should stop by my restaurant. We have really good ribs. Oh Gott. Ja. Der Fips Asmus und der WWE, der gute Jerry the King Lawler, ich mag ihn super, ne? Aber hier haben sie ihn wirklich so richtig idiotisch dargestellt. Und es ist tatsächlich der Abschluss von Kapitel 4. Das bietet sich ja dann an, dass wir heute mal wieder einen Break machen an der Stelle. Zwar keine ganze Stunde, die wir jetzt durchgezogen haben, aber bietet sich jetzt einfach an, möchte ich mal sagen. Kurzes Wort noch zu Jerry the King Lawler. Er ist ja wirklich auch ein sehr gutmütiger Mensch, also spendet auch sehr viel für gute Zwecke und er hat ja wirklich dieses Restaurant und ich musste gerade lachen, weil dieses lustige Männchen, dieser Ribby, das soll da tatsächlich ein Rippchen sein und keine Schokosocke, so wie ich vorhin gesagt hatte, sah aber aus wie eine Schokosocke und mit dieser lustigen Brille sah der aus wie diese, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, diese tanzenden Cola-Dosen aus den 90er Jahren, die auch so eine Sonnenbrille auf hatten. Daran hat mich das irgendwie erinnert heute, ja. Hashtag des Tages, ganz einfach, was haben wir gesagt, Schokosocke oder Schokosocken. Ja, mal gucken, was passiert, wenn wir weiterdrücken. Vielleicht noch ein kurzes Story-Segment, bevor wir dann wirklich den Sack für heute komplett zumachen. Ah ja, Kapitel 5, das wird jetzt hier schon mal so ein bisschen angerissen. Brooklyn von Braun läuft uns wieder über den Weg, unsere gute alte Highschool, ja, wie sagt man so schön, unsere Highschool-Gegnerin. Ah, guck mal. Ja, wunderbar. Da machen wir dann noch an nächster Stelle weiter. Waltraud hat jetzt eine Gesamtwertung von 66. Und bei dem guten, genau, wir gehen jetzt hier erstmal zurück. Und bei dem guten Alkoden gucken wir auch mal, was er für eine Gesamtwertung hat. Auf jeden Fall durch diese Punkteverteilung, die ich gemacht habe, sind wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser. Und das wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen, Jerry the King zu schlagen, wenn ich den noch nicht aufgelevelt hätte. Ne? Alk ist jetzt bei Level 65 oder Gesamtwertung 65 und Waltraud bei 66. Irgendwas gefällt mir mit ihren Haaren nicht. Ich glaube, so diese grau- oder braun-graue Frise hat mir ein bisschen besser gefallen. Mal gucken, ob ich sie noch ein bisschen umfärbe für nächstes Mal. Aber bis jetzt sage ich erstmal schön, dass ihr dabei wart. Und kommt auch nächstes Mal wieder, wenn es hier heißt WWE 2K20 Story Mode. Und ja, bis dahin sage ich immer schön schroff bleiben. Kommen Sie wieder und bleiben Sie geil. Bis dann.